Hallo und willkommen zurück zu Hausflipper. Heute machen wir hier von der Familie noch das Bad fertig. Und danach machen wir schon gleich den nächsten Auftrag. So. Die Waschmaschine, da kommt die einfache rein. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Anschlüsse sind. Beziehungsweise, die müssen wir natürlich jetzt mal alle aufmachen, ne? Vorher geht ja gar nichts. So, einmal. Zweimal. Zack. Zack und zack. Und wo fehlt noch was? Hier. Zack und zack. Okay, was ist das hier? Ah, das ist für die Toilette, gut. Okay, da fangen wir mal an. Die Toilette. Jo, haben wir alles in weiß, ne? Okay, die Toilette war hier. Zack. Zack. So, dann kommt die Waschmaschine. Auch natürlich eine einfache. Die kommt. Ah, dreh doch mal jetzt. Ach, die kommt. Das ist dieser Anschluss, okay. So, montieren wir das Ganze noch. So, jetzt sind wir ja auch gleich fertig. So, Badewanne, Dusche, Waschbecken. Badewanne. Da nehmen wir. Ja, danke. Fertig. Schlauch dran. Und fertig gleich. Das noch. Zack. Zack. Zack, zack.
rein, das festschrauben. Fertig. So, jetzt wollen sie noch eine Dusche und... Warte mal, steht da dabei, was für eine Dusche die haben wollen? Nein, ne? Wollen sie denn die Badewanne? Da wollen sie die Badewanne hinklatschen? Okay. Na dann. So, Badewanne. Das ist aber ein bisschen blöd gemacht hier, ey. So, sind wir auch gleich fertig. Ja, doch. Geht gerade so auf. So, was haben wir denn hier noch? Teppichkreis. Auch ein Weiß. So. Da mal beim Kacken die Füße warm bleiben. So, wir sind ready. Ready vor zu sagen Tschüss. Und bis bald. Wieder 7300 gemacht hier. So gehört sich das. Und darauf erstmal eine Kippe. So, machen wir auch gleich den nächsten Auftrag. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen genug Kohle, um Dings zu machen. Um weiter unsere Bude auszubauen. So, bitte räumen Sie das Haus auf. Hallo, vor ein paar Tagen habe ich ein Haus zu einem Schnäppchenpreis gekauft. Dieser Preis wurde von zwei Faktoren beeinflusst. Viele Monate lang wollte niemand das Haus kaufen und ein unerwünschter Gast lebte dort. Ich spreche von einem Herrn mit seinem eigenen Rollstuhl, der unbemerkt eingezogen ist und dort mehrere Tage gelebt hat, bis er von der Polizei gefunden wurde. Dieser Gentleman verursachte für die kurze Zeit seines Aufenthalts unglaubliche Unordnung. Müllkisten und Zeitungen liegen überall rum. Und hier und da wurden Flüssigkeiten verschüttet, durch die man am Boden kleben bleibt. Als jemand, der den bloßen Blick auf den aktuellen Zustand der Wohnung ablehnt, bitte ich Sie, das von mir gekaufte Haus zu organisieren. Ich möchte Sie auch bitten, die Probleme mit Elektrizität zu lösen. Herzliche Grüße, Robert Pacha. Ja. Ich hoffe, wir kriegen das alles in dieser Aufnahme hin. Ansonsten wird es vielleicht ein bisschen länger.
Oh, es regnet. Oh, doch nicht. Hat schon wieder aufgehört. So, ein kleines Häuschen. Hat der einen Wasserschaden aus? Ah, Kakerlaken. Okay. Kakerlaken. Ich hab keinen Hammer. Schade. Aber dafür gibt es nämlich auch eine kleine Trophäe. Da musst du eine Kakerlake mit dem Hammer kaputt hauen. Na komm her. Gut. So. Hier Fenster reinigen. Wenn es dunkel ist, sieht man den Dreck auch besser. Das ist gut. Also. Ich will gar nicht wissen, wie die anderen ganzen Zimmern aussehen, ey. So, einmal die Steckdose reparieren. Muss jetzt nur gucken, wo. Steckdose. Hä? Wo ist denn die kaputte Steckdose? Okay. Wo ist die Steckdose? Jetzt hab bloß dies versteckt. Erstmal schnell die Kippe ausmachen. So. Jetzt dürfen wir gleich noch die Steckdose suchen. Oh, danke. Müll? Was für ein Müll.
Oh. Okay. Brauche eine neue Dusche. Okay, sag das doch gleich. Du kriegst so eine Eckdusche. Ich bin ja nicht so. Und die passt natürlich nicht rein, ne? Okay. Dann kriegst du doch nur eine ganz einfache. So, Badezimmer ist auch fertig. Ich gehe mal schnell runter in den Keller und guck mal, was da abgeht. Ach du Shit. Sicherungskasten reparieren. Okay. Wieder was Neues. Okay. Kakerlakennest wieder. Sind sogar zwei, okay. Ihr kleinen Kakerlaken. Ich glaube, wir haben alle, ne? Ne, da noch. So. Aber beide Nester jetzt kaputt. Hä? Okay. Das war schon. Wir hatten noch irgendwie eine Taschenlampe, ne? Ah ja. Steckdose. Und hier ist irgendwo noch ein Kakerlakennest. Hier ist die Steckdose. Hey, wo ist denn hier jetzt noch bitte ein Kakerlakennest? Kommt denn jetzt auf einmal her? Oh, ich habe ich ja gerade gar nicht gesehen, ey.
So, hier haben wir alles. Hier ist wieder raus. Hier geht es auch raus, ne? Ja. Jetzt fehlt noch die komische Steckdose. Wo hat die sich versteckt? Hier ist keine, hier ist keine. Wo ist denn die Steckdose? Das kann doch nicht sein. Da haben wir sie. So, haben wir den Auftrag auch erledigt. Gut. 4.400. Das geht doch. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, ob wir die Bude jetzt erstmal also weitermachen und dann verkaufen oder ob wir uns gleich ein zweites Haus kaufen, wo wir dann unser Büro schon mal reinmachen. Vielleicht kriegen wir dann unser erstes Haus hier verkauft. Gucken wir mal. Zum Verkauf. Wir haben 48.000. Ich wollte aber... sind alle zu teuer. Ich wollte halt ein Haus haben, was zweistöckig ist. Für den kriege ich 23.000. Ah ne, habe ich bekommen. 30.000. Können wir uns also noch nicht leisten. Bräuchten schon ein Haus, was sich auch lohnt, ne? Wo wir auch dann bleiben können mit zwei Stockwerken. So, die nächste Aufnahme machen wir dann hier weiter. In unserem schönen verbrannten Haus. Ich muss gerade mal gucken, wie weit wir hier überhaupt waren. Vielleicht brauchen wir hier jetzt auch nichts mehr machen. Verkaufen es einfach. Ah ne, die können
Küche fehlt hier noch und das Bad. Gut, dann machen wir das hier fertig und dann verkaufen wir das Haus. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.